So, und da sind wir da bei Minecraft. Hallo. Guten Tag. Hallo. Wir müssen mal was mit dieser freien Fläche tun, da spawnen die ganze Zeit irgendwelche Viecher drauf. Geil. Soll ich dir neue Sachen zeigen, die wir gemacht haben hier? Ja. I, guck mal. Das heißt Ikea. Erstmal guckst du hier rein. Das ist leer. Ja. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was leerer gemacht. Ich habe hier was geändert. Okay. Oh. Aber die sind halt zu blöd, dass die hier weiter Karotten anbauen. Deswegen bauen die hier die ganze Zeit einfach immer noch Dingens an. Jetzt. Lass die in Ruhe. Der ist von da oben runtergefallen. Der bin ich nicht attackiert. Goddammit! Oh, da wäre ja fast wieder reingegangen. Ja. Aber ist egal. Jetzt haben wir die. Ja, ich kann dir oben auch nochmal die Ecke zeigen, die ich dem gemacht habe. Der arbeitet nur nie mit dem Teil. Gut. So. Dann habe ich hier unten. Baum hinten abgebaut. Okay. Hier habe ich den IKEA-Weg ein bisschen größer gemacht. Ah. Ich habe da natürlich bedacht, dass hier ja jemand runterfallen könnte, also habe ich da eine Falltür drauf getan. Also habe ich immer noch da gelassen, einfach. Ist ein Huhn. Ja, das geht nicht runter. Gut. Warum ist da ein Huhn überhaupt? Weil hier eins war. Ich habe das hier erhöht. Okay. Hab das hier weitergemacht, weil da schon zu viele drin waren und da werden immer noch Hey. zu viele drin sein. Dann wieder hier hin. Da muss man immer, wenn man runterfällt, nochmal schnell dazu machen. Ich habe dort übrigens drei hoch gemacht, dass man direkt in eine Richtung gehen kann, ohne dass man unten Schaden kriegt. Okay. Warum falle ich schneller? Ja, du bist fit. So, hier das Obsidian habe ich genutzt für die Kiste. Dann kann man Okay. hier jetzt hier hoch. Okay. Ja. Kann man die an die Leine führen? Ja. Wohin willst du den denn führen? Wollt's nur wissen. Heißt, die kann man noch in Zäunen anlernen. Ich meine, du kannst hier noch schnell entkommen. Der macht dir keinen Schaden. Ich weiß aber nicht ganz, warum du das mit dem Wasseraufzug so gemacht hast, weil in einem anderen Wasseraufzug habe ich das wesentlich schneller. Okay. So. Ich weiß nicht, ob ich dir das letzte noch zeigen soll oder ob das ein Geheimnis sein soll.
Do it. In die Richtung. Und dann biegst du gleich rechts ab. Das kannst du entweder bei der ersten Möglichkeit oder bei der zweiten tun. Das hättest du eventuell eben schon sehen können. Das ist nämlich der Grund, warum die Wüste weg ist. Okay. Oh Gott. Weißt du, was das ist? Ein Turm aus Glas. Morgen steht der guten Morgen. Man muss doch gut aufwachen, oder nicht? Nee. Verpiss dich, du Hurensohn. Ich habe übrigens keine Ahnung, was das soll. Gut, dass du so schnell hochschwimmst. Ja, was denn? Bei mir ist da nichts. Bei dir ist wo nichts. Achso, da war eine Wolke zwischen. Was ist da ganz oben? Eine Fackel. Ist das eine TNT-Kanone? Ich gehe davon aus. Das heißt, du gehst davon aus. Also, ich empfehle dir nicht, hier runter zu springen. Wieso, das ist doch Wasser. Ja, aber du triffst trotzdem den Boden. Ich hätte den Abstand nicht gesehen. Ich gehe davon aus, dass es eine riesige TNT-Kanone sein wird. Das heißt, du gehst davon aus, hast du es nicht zugebaut oder was? Also. Vielleicht solltest du es erkennen anhand dessen, dass das. Dass ich sowas nicht schreiben würde. Ach der. Aber der hat auf jeden Fall sein, das ist übrigens das Schwierigste, hier wieder rauszugehen. Der hat auf jeden Fall seinen Job hier im Sumpf ernst genommen. Wie kommt man hier raus? So. Ich wurde kurz unterbrochen. Ich bin raus. So bescheuert. Wie dämlich hat er es gebaut? Wahrscheinlich deswegen genau so. Damit jeder, der da reinkommt, nicht rauskommt. Bau es wenigstens auch wieder so, wie es war. Passt schon so. Nee, hey, dann bau es halt richtig, so wie es war. Was ist hier unten? Ich hab keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie. Einfach nur eine Kammer. Kannst du da nicht noch dann hier die Dingens hinsetzen? Er soll davon ja nichts merken, dass ich dir das gezeigt habe. Und dann hier noch wieder den Block wieder drüber. Gut. Der nimmt seinen Job hier schon ernst. Ich habe dem extra gesagt, geh weiter weg, damit kein Mensch das sieht, weil ich weiß, dass du das wahrscheinlich zerstören würdest. Gut. Er hat einfach genau im Sumpf gebaut. Ja, warum wohl? Weil es nicht weiter weg ist. Nee.
aus einem anderen Grund. Hier vorne. Get out of my swamp. Ja. Ja, das hättest du erwarten können. Ich hab dir gesagt, hol dir eine Kuh, dann kannst du das schon mal hier dir was zusammenzüchten. Und er dann so, ja, ich nehme dir mal eben mit, hast ein Seil. Tut die da dran, get out of my swamp. Ich hab dem gesagt, wenn der irgendwas hier hochsprengt, dann wird er auf jeden Fall runtergeschmissen. Deswegen hat er wahrscheinlich Fallen gebaut, damit du die hochsprengst. Vor allem, ich hab wenigstens erstmal geguckt, was unter dem Knopf drunter ist, bevor ich den drücke. Ich weiß, was soll mir groß passieren? Ja, mir wird auch nichts passieren. Ich habe einen höheren Explosionsschutz als du. Ich habe einen höheren Schutz als du. Ja, aber das schützt nicht gegen Explosionen so gut. Doch, es schützt gegen Explosionen, aber nicht so gut, ja. Ich habe übrigens kurz gedacht, der Farmer hier wäre weg, dem ich immer so gut gehandelt habe, aber der war gar nicht weg. Den habe ich nachher wieder gefunden. Die sind alle schon im Haus. Komm jetzt wieder raus, oder wird... So. Ja, das wäre dann eigentlich alles Neues. Du kannst dir bei Ikea jetzt richtig schön viel Cobblestone holen. Okay. Dafür habe ich gesorgt. Und werde auch noch zukünftig weiterhin dafür sorgen. Cobblestone ist. Was hältst du eigentlich von Nahigao Miyamoto? Also. Hat der überhaupt Aigao? Jetzt schon. Ist er daran erkrankt? Ja. Das ist die Nachfolgekrankheit von Ligma. Also ich wollte als nächstes eine Glücksspitzhacke machen. Okay. Die mit meiner Diamantspitzhacke zusammentun. Wenn ich ein Item verzaubere, gehen da nur 3 Level für weg oder gehen dafür mehr weg? 3. Ich hab gedacht, das wäre vielleicht nur so beim Buch. Dann weißt du jetzt vielleicht auch, wer die Bären dorthin gepflanzt hat. Ja. Ich habe extra gesagt, lass das sein, das merkt der. Der, dessen Name auf dem Server nicht erwünscht ist. Dann habe ich auch ein paar von unseren Tools gegeben, die wir nicht mehr brauchen. Und der hat sich einfach gleich mal alle Schwarzpulver geholt. Fuck you! Ja. Das hätten wir später gebraucht. Ich meine, wir können viel, viel schneller als der Schwarzpulver holen. Wir sind 2 Typen und ich habe eine Plünderungs... Trotzdem hätte es uns ja schon einige Arbeit erspart. Dann ich habe auch ein Plünderungsschwert. Dann musst du es halt in eine Kiste tun, die nicht Open Source ist. Du sagst selber, die sind alle Open Source. Ja, stimmt auch wieder. Ich habe deswegen mein ganzes Zeug jetzt hier reingetan, was wichtig ist. Woran? Meine Ender-Chest. Besser ist ja nochmal mit der Schulkerkiste zusammentun. So, ich gehe mal davon aus, man kriegt eine bessere Glücksspitzhacke, wenn du es einfach eine Spitzhacke jetzt hier verzauberst, ne? Kann sein. Ich habe mich auch mal drum gekümmert, ein paar mehr Erze zu holen. Der brauchte ganz viel Kohle für das ganze Glas, das er da hatte, also habe ich dem auch ganz viel Kohle geholt. Hm. Ja, Glück 3 direkt rausbekommen, gut. Gut. So, was brauche ich jetzt, um die zusammenzutun? Level.
Wie viel? 34. Dann habe ich eine Effizienz 5, Haltbarkeit 3, Reparatur und Glück 3. Ja, 4 Level brauche ich noch. Dann werde ich jetzt erstmal handeln. Tu das. Und dann kannst du irgendwas machen in der Zeit. Ich glaube, ich mache einfach vielleicht eine Burg weiter. Keine Ahnung. Du kannst dir Cobblestone von hinten holen. Das waren aber auf jeden Fall keine großartig interessanten Folgen, die ich mit ihm aufgenommen habe, weil da haben wir nie geredet. Da habe nur ich geredet, er hat die ganze Zeit einfach nur irgendwas geklickt und man hat nur klicken gehört. Gut. Und irgendwann, da hat er sich stumm gestellt. Und da habe ich gedacht, er ist dann offline gegangen. Oder halt AFK, weil irgendwas mit seiner Mutter war. Habe ich die Aufnahme beendet. Er hat kurz gesagt Tschüss und dann hat er sich wieder auf keinen Ton gestellt. Gut. Und dann haben wir da erstmal eine halbe Stunde rumgesessen, ohne irgendwas zu sagen. Und er hat dann so nachher gemerkt, oh, ich bin ja gar nicht an. Ich bin ja gar nicht da. Ist wieder Tag? Ja. Okay, dann sollte der jetzt wieder sein Angebot frei haben. Nö, hat er nicht. Warum interagiert er nicht mit dieser Scheißkiste da? Dass wir endlich mal diese ganzen Federn los sind. So, gib mir den Kürbis, dann gehe ich eben rüber und bringe die Kürbisse weg. Ah. Deine Meinung zu Nektarinen und Mandarinen? Hab ich noch nie gemocht. Wer das nicht? Nee, wo ist der Unterschied? Nektarinen sind die roten Teile, die so ein bisschen aussehen wie Äpfel und innen gelb sind. Und Mandarinen sind die Mini-Orangenteile. Ich glaube, ich hatte immer welche zu St. Martin drin in meiner Tüte. Und ich habe sie gehasst. Mandarinen oder Nektarinen? Das kleine Zeugs, was ich da drin hatte dann. Ja, was jetzt? Wahrscheinlich Mandarin. Okay. Die Sprache. Ja. Hast du gerade fragend St. Martin gesagt? Ja. Hast du keinen St. Martin? Keine Ahnung, vielleicht heißt es bei uns einfach nur anders. Das ist so ein Typ, der hat seinen Mantel geteilt für einen... Ach, der! Der! Der brauche ich einen anderen Namen. Nicht, dass ich wüsste. Auf jeden Fall feiert man das in Deutschland aus irgendeinem Grund. Also ich... Bei uns wird das irgendwie nur im Kindergarten gefeiert und nirgendwo anders. Bei uns wird das noch auf der Grundschule gefeiert und dann nicht mehr. Da gehen die halt wirklich durch den, durchs ganze Dorf oder durch die Stadt und singen. Ich gehe mit meiner Laterne, genau. Und meine Laterne mit mir. Und dann kriegst du am Ende so eine Tüte. Die Sterne und unten da leuchten wir. Aber wenn du zu alt bist, dann kriegst du da nichts mehr. Dann kriegst du Schläge. Die dürfen nämlich nur Kinder diese Tüten haben. So, ich suche jetzt schon wieder den Farmer und finde den nicht. Vielleicht war der hier auch in so einem Haushalt eingesperrt, weil die kommen hier nicht raus. Ja, hier ist er. Und der kann nicht mehr handeln. Geh an deine Arbeit.
glaube, ich muss das bald mal hier zu Zweiertüren machen. Komm, Arbeit. Noch 3 Level. Die Kürbisse eben schon mal weg und guck oben noch, ob da neue sind. Ein Glück sieht man seine Riesenspritze nicht von hier aus direkt. Seine Heroinspritze. Ich hab halt gefragt, wie passt das in ein Medieval District? Ich habe keine Antwort bekommen. Also habe ich gesagt, geh in den Sumpf. Merkt schon keiner, da will ja keiner hin. Außerdem ist es... Das ist tatsächlich eine gute Slime-Farm irgendwo. Auch. Ist der Diamant-Typ. Was quatschst du da hinten mit so einem Typen? Diamant-Typ. Was will er überhaupt mit der Geichen, wenn er sich da mit TNT hochkatapultiert? Ich hab keine Ahnung, was er damit überhaupt machen will, wenn er da den TNT reintut. Ja, das ist so eine TNT-Kanone, mit der man sich selbst hochschleudert. Der wollte unbedingt einen Turm haben, hat er gesagt. Einen sehr großen Turm, den hat er aber nie fertig gebaut. Und dann habe ich gesagt, ja hier, dann bau halt. Und dann hat er gebaut. Ja. Ich weiß aber echt nicht, was er damit bezwecken will. Ja, ich auch nicht. Ich meine, ich weiß, was es ist, aber das bringt halt nichts. Zumindest nicht, wenn man keinen Elytra hat. Vielleicht geht er schon davon aus, dass wir eine haben. Ich meine, müssen wir uns ja immer noch holen. Ja. Heißt aber nicht, dass der einen bekommt. So selten sind die ja jetzt auch wahrscheinlich nicht. Ich meine, wir haben relativ lang eine Endstadt gesucht und da war keiner drin. Kein einziger. Aber da hatten wir auch noch keine Maschine gebaut, womit man sich schnell mal eben Zeug holen kann. Das alles wieder besser aufgebaut wird. Ich meine, ich will ja auch irgendwann das End zu einer großen freien Fläche machen. Oh Gott. Das werde ich auch. Warum arbeitet der nicht? Geh arbeiten. Sims 4 an die Arbeit. Oder war das Sims 3? Geht er jetzt arbeiten oder geht er jetzt in ein Haus? Dann geht er in ein Haus. Braucht doch nur die XP. Was habe ich hier getan? Jetzt ist der Typ schon wieder komplett woanders. Ich habe keine Ahnung, wo der hingelaufen ist. Hier ist der. Warum okay. Bist du hier? Warum arbeitest du nicht? Du hast einen Block, wo du arbeiten kannst. Da ist einfach irgend so ein anderer Dorfbewohner dran gegangen. Gut. Der da nichts dran verloren hat. Ich könnte mir aber noch eine weitere gute Maschine vorstellen, wo wir
sehr gut an Federn rankommen könnten. Für den anderen Typen. Der will nämlich jetzt wieder Federn. Wenn wir die Knochen noch irgendwie an irgendwen dran bringen könnten. Wenn es das Knochenmehl oder was? Geht das mit Knochenmehl? Oder was genau meinst du? Ja, die Knochen, die wir halt haben, dass wir die wegkriegen. Die habe ich doch schon alle zu Blöcken gemacht. Ich meine noch besser, halt verkaufen und so. Ich glaube nicht, dass es Villager gibt, die Knochenpulver oder Knochenblöcke annehmen. Es gibt aber Villager, die nehmen Stöcke an. Was hat das mit dem Knochen zu tun? Mit Knochenmehl können wir Bäume schnell wachsen lassen. Wow. Man kann doch einfach in den Wald rennen. Können aber die Stöcke dann an die geben. Den Kronstöckel. So, ich brauche immer noch 3 Level. Ja, das brauchst du. Du hast hier schon wieder irgendwas in der Ecke geworfen. Ja. Ja, das habe ich. Aber das ist nicht, dass ich es nicht wieder tun will. Müsste ich ja gleich auch noch richtig viel Cobblestone kriegen, oder nicht? Mit Glück, oder? Nö. Gut. Das betrifft nur Erze. Ötze. Erze. Fairy Tail habe ich aber immer noch nicht weiter geguckt. Nicht Erze. Warum ist dann. God damn it! Wollen Lord, fuck you! Was hat der gemacht? Da war eine Bombe in meiner Wand. Gut. Ich habe dem gesagt, er soll das sein lassen. Der wurde auch hinter dem Teil dort gespawnt, ne? Hinter der Burg? Ja, und dann hat er da ein bisschen was an dem Scaffolding halt kaputt gemacht, weil er hoch. Ja, das habe ich schon gesehen. Und zu blöd war, da hochzugehen, obwohl ich dem gesagt habe, du musst da eigentlich nur hochgehen. Wann war der denn nochmal hier mit, vor allem mit TNT? Ich durchsuche gerade mal Lassis Haus und Turm, ob da irgendwas ist, was nicht da sein sollte. Also wenn er bei mir bei der Kirche oder sonst irgendwo was gemacht hat, dann fliege ich da auf jeden Fall direkt mal. Ich habe den jedenfalls jedes Mal, wenn er hier drauf war, direkt danach entwhitelistet. Ja. Dass er da nicht nochmal drauf gehen kann. Ja. Wir müssen bei allem aufpassen, wo Knöpfe sind. Ja. Weil ich glaube nicht, dass der weiß, wie man das macht mit zum Beispiel mit einem Ofen aktivieren oder mit einer Tür. Der wird halt mit Knöpfen machen oder mit Druckplatten. Ja.
In Lassis Turm habe ich gar zumindest nichts gefunden. Im IKEA vermute ich es nicht, weil da profitiert er ja selber von. Das wäre schon blöd, wenn er das tun würde. Ein Diamant für ein Emerald. Gut. In Lassis Haus habe ich auch nichts gesehen. Wie steht's bei Karl dem Kalle, nicht Karl, dem Güllemann? Oh, der hat hier auch eine nix. Diamantspitzhacke für 30 Emeralds. Und die hatte wow. Ein Glück. Wow. Ich durchsuch kurz die Kiste. Wow. Luau. Warum Luau? Keine Ahnung, warum spawnen Katzen draußen hier? Was hältst du denn davon, dass der Pokémon-Anime scheinbar rebootet wird? Was? Ja. Warum? Weil scheinbar Ash gewinnen wird, die Pokémon-Liga. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Welche? Die von Sonne und Mond. Und, die und das bedeutet dann, dass es sofort Champ ist, oder was? Der ist dort dann Champ, ja. Ja, dort, aber das ist denn nicht der Beste, wie keiner vor ihm war. Ja, dort schon. Und die haben halt einen Trailer rausgehauen, wo jede einzelne Pokémon-Generation gezeigt wurde und das scheinbar dann wieder von Anfang an gemacht wird. Ohne den vielleicht sogar. Dann einfach mit fucking. Wie ist der Typ nochmal? Crazy? Als Protagonisten? Der, den niemand mag? Der männliche Tracy, Tracy oder die weibliche Tracy? Der männliche, der Typ, der so langweilig ist wie ein Glas Raumtemperaturwasser. Aber der hat ein Spiel. Was? Der hat Pokémon Snap. Trotzdem mag den niemand. Sein Pokémon Snap schon. Aber den Anime-Charakter mag niemand. Wunderbar. Also ich mag den. Ich glaube auch in Snap mag den niemand im Vergleich zu fucking. Wie heißt er nochmal? Brock. Warum nicht gleich ein Anime machen, wo ein junger Professor Eich rumreist? Ich meine, der war ja auch mal Pokémon-Trainer. Und der kam ja auch einmal in einem Film vor. So, Junge, das, echt? Ja, das bietet sich eigentlich an. Der kam im Celebi-Film vor, wo Zeitreisen drin vorkamen. Celebration Time! Ich hab grad ein Eisen bekommen von einem Zombie. Ja, die tun das. Bei Kartoffeln kann ich ja noch sagen, ja, das macht irgendwo Sinn, aber Eisen? Ja, der hat Eisen im Blut. Ich würde es verstehen, wenn das irgendwie so ein Dorfbewohner-Zombie wäre oder so. Bald hätte ich auch mal wieder Bock. Wo ist der Blitz eingeschlagen? Keine Ahnung, ich habe ihn auch gesehen. Bald hätte ich mal wieder Bock auf irgendeine Soul Link. Ja, dann frag doch den.
Also ich bin mit dem doch immer noch in einer drin. Eben. Aber der macht halt nicht weiter. Der lässt sich ja nicht erreichen über die Woche. Und jetzt ist der ja eh weg. Ja. Hast du auch Glück 3? Ja. Gut. Und dass das schnell schlägt. Effizienz 5. Die Blitze können hier aber irgendwo einschlagen und alles brennen lassen, ne? Ja. Also nicht alles brennen lassen, aber sie können einschlagen. Ja, aber wenn die hier irgendwo, wo Holz ist, einschlagen. Ist gerade ein Blitz ist gerade in mich eingeschlagen. Mehrere scheinbar. Nee, nur einer. Das sind mehrere hintereinander. Er hat mir keinen Schaden gemacht. Ja, das ist ja nicht das Problem, aber wenn die irgendwie auf irgendeiner Holzdingens hier von uns einschlagen. Ich war gerade auf Holz. Das ist nicht angezündet. Aber selbst wenn das Holz anzündet, wenn man auf. Also es hängt vom Schwierigkeitsgrad ab, ja, wie lange das Feuer brennt. Wir sind hier angeblich auf einfach. Ja. Da verbreitet sich Feuer normalerweise nicht wirklich. Also Ikea wird sowieso nicht brennen. Ja. Zement brennt nicht. Ein Dach stark wie ein Stier. Man sowas bei euch als Werbespruch. Ja. Sagen und ich habe mir doch ein Zement brennt nicht. Nee, aber das finde ich cool. Ah, hier ist was eingeschlagen. Es verbreitet sich aber nicht und weil es regnet, geht das halt wieder aus. Wie gesagt, kein Problem. Ich find's blöd, dass meine Pfeile im Regen scheinbar langsamer sich bewegen. Was? Ja, wenn ich im Regen schieße, dann fliegen die so richtig langsam und treffen dann nicht. Stimmt, geil. Ich brauch noch ein Level. Warum ist dein Skelett auf meinen Barrikaden? Gehen auf die Barrikaden. Mach die Schotten dicht. Geben die denen einfach solche Joints. Mach die Schotten high. Was hältst du denn von meinem New and Improved Günther's Paradise? Genau wie es Mutti gemacht hat. Ist jetzt nicht die Antwort, die du wolltest, oder? Weiß ich nicht. Mache ich mir Sorgen um deinen Keller. Wieso glaubst du, wohne ich in zwei verschiedenen Häusern? Wieso glaubst du, sind meine Eltern geschieden? Was weiß ich denn, was ihr da in euren Kellern treibt? Das Österreich, da hat man halt manchmal größeren Keller. In Österreich, da hat man halt manchmal seine Verwandten für ein Jahrzehnt drin eingesperrt. Ja, deswegen muss der Keller ja auch groß sein. Und schalldicht. Ja, das ist auch, ich mein, wenn er unter der Erde ist, wahrscheinlich sowieso. Nee, nicht einmal laut genug schreit. Dann habt ihr keine guten Keller. Habt ihr keinen Danganronpa-Keller? Nee.
find's immer gut, wenn die Mobs dadurch sterben, dass die mich angreifen. Oh, ne. Ist eine gute Repräsentation davon, was passiert, wenn man sich mit mir anlegt. Ne, die sterben nicht. Und stirbt einfach. Killer Queen has already touched that doorknob. Glaub ob. Hab ich dir von dem Typen erzählt, der so meinte, die Gesellschaft sei ja nicht schuld daran, dass sich Vorurteile immer noch weiter verbreiten? Und er meinte dann so, nachher auszuweichen auf meinen Kanal, weil er echt keine Argumente hatte. Ist die Gesellschaft auch dafür verantwortlich, dass du hier nicht so viele Abonnenten hast? Hä? Junge, du hast keine Argumente. Warum weichst du jetzt auf meinen Kanal aus? Den ich eigentlich eher mache, weil ich Spaß daran habe und es mir scheißegal ist, ob ich da jetzt groß rauskomme oder nicht. Wäre ja schon schön für meine Sachen, die ich da mache, dass ich groß rauskomme damit, aber ist mir im Endeffekt egal. Das ist halt nur eine von vielen Routen, die ich nehmen kann. Oh. Und deswegen sollte man auch so viel wie möglich halt probieren. Und wer da einfach nur sagt, ja hier, ich mach nur das eine und das reicht mir. Ja, dann hast du halt das eine, dann kannst du es besser vielleicht perfektionieren. Aber... Ich meine, wenn es das eine ist, was sie wirklich machen will, ja, dann liegt da gar nichts Falsches. Aber besser, du machst halt nur das, was du willst, anstatt hier die ganze Zeit einfach irgendwie dir von jemandem sagen zu lassen, nö. Sei denn, der Typ hat einen guten Punkt. Wenn du nämlich jemand anderem schadest, dann hör damit auf. Dann liegst du einfach falsch auf kompletter Ebene. Was ist denn, wenn jemandem schadet, weil er anderen schadet? Dann ist das okay. Weil du willst damit ja zeigen, dass dieser Typ niemandem schaden soll. Und die Polizei schadet ja auch den Leuten, die schaden. Also es ist vollkommen okay, wenn man das denen zufügt, die wirklich schaden, dass man denen schadet. Schade. Ist aber schade, das überhaupt erst machen zu müssen. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Und jetzt sagt das Ganze nochmal ohne das Wort schade. Ist ein bisschen blöd. Gut. Ich habe hier gerade einen Creeper gelöscht, indem ich den geschlagen habe. Also um den Dackel. Da kommen langsam richtig viele Hühner drumrum. Dackel? Der Dackel, ja. Der Dackel. Der Dackel, der Hühner schießt. Der kotzt. Achso, der. Wieso musste ich aus irgendeinem Grund an Table Tennis Gamer denken? Guckst du den überhaupt? Nee. Warum denkst du dann an den? Keine Ahnung. Hast du den überhaupt in letzter Zeit verfolgt, was der macht? Nee. Der macht jetzt Japan-Kurse und so Zeug. Okay. Ich hab den noch nie verfolgt. Gut. Ich weiß nur, dass er existiert. Ich hab damals immer gedacht, der heißt Tabletten-Tennis-Gamer. Gut. Und dann habe ich immer mich gefragt, was will der denn bitte mit Tabletten? Schlucken. Schlucken. Ja, das Geräusch muss man so machen.
andersrum. Andersrum wäre das 30 gewesen. Ja. Gut, hätte ich also gar nicht gehen müssen. Soll ich das denn andersrum machen? Wenn es billiger ist, dann ja. Und da kriege ich auch dasselbe raus. Ja. Dann muss ich es noch Fistus, der Herr der Ohren, nennen. Der Herr der Gorgonen. Herr der Gorgonen. Fistus, der Herr der Ohren. Fistus, der Herr der Ohren. So, ich bekomme da auch dasselbe raus, ne? Ja. New and improved Fistus, der Herr der Ohren. Mit Glück 3. So, was bekomme ich denn jetzt alles aus irgendwelchen Dingens raus? Kriege ich auch mehr Obsidian? Ne, du bekommst wie gesagt nur Erze. Mehr das. Alles andere ist davon unbetroffen. Toll. Ich könnte das eventuell auch auf meine Axt drauf tun und dann mehr Saplings bekommen. Und Äpfel. Ich weiß schon, damit es sich richtig lohnt. Keine Ahnung, ob das auf der Axt funktioniert. Also ich habe ein Eisenerz bekommen. Ich bekomme hier nur ein auf Eisenerz. Auf die Erze, die man als Erze an sich nicht als Erze an sich bekommt, sondern direkt das Material. Also Diamanten, Lapis, Redstone, Kohle, sowas. Quarz. Wie viel Redstone bekomme ich denn? Wer 4. Ist es? Ich habe 4 bekommen. Es ist ja eine Chance, dass du mehr 5. bekommst. Keine 100. Gut. Ja? Kommt halt auch aufs Erz drauf an, wie viel mehr du bekommst. Lapis dürftest du jetzt richtig viel bekommen. Nicht, da hatte ich schon. Ja, ich bekomme hier relativ viel aus Lapis raus, aber da hatte ich halt schon ein bisschen was von im Inventar, aber ich habe jetzt 3 Stacks. Ja. Ich brauche aber recht viel Eisen. Ja, da hast du halt kein Glück. Wörtlich. Das keinen Sinn macht. Doch. Trifft ja wie gesagt nur Erze, die man direkt rausbekommt. Das keinen Sinn macht. Vor mir gerade. Nee, das ist vor mir. Hä? Okay. Gut. Ich finde schön, wie für uns halt Diamanten einfach gar nichts mehr wert sind. Ich würde nicht sagen, dass sie gar nichts mehr wert sind.
Die sind gar nichts mehr wert. Ich weiß ja nicht mal, was du gerade tust. Ich baue eine Burg. Mit Cobblestone. Gerade nicht, ne? Ach, Diamanten sind direkt hier hinter. Gut. Fünf Diamanten rausbekommen. Dann bringe ich mal alles jetzt gerade in den IKEA rein. Hoi. Also ich brauche kein Heu, danke. Hoi. Und warum kriegt man keine Luft abgezogen? Er will da Blasen durchgehen, keine Ahnung. Ich bin froh, wenn ich so was wie Faden oder Federn schnell wegtun kann. Ich fand übrigens schön, als ich hier die Wasseraufzüge hin aufgebaut habe, da ist direkt ein Huhn halt mit hochgeschwommen, mehrere. Alle Gut. gestorben, als sie oben ankam. Gut. Sein geheimes Labor immer noch ein bisschen bescheuert, weil ich da einfach so hingehen kann. Da müssten wir eigentlich nachgucken. Vielleicht hat er dahin auch gefunden. Ich meine, ich habe es ihm nicht gezeigt. Ich habe nachgeguckt, da war nichts. Ich habe es ihm nämlich nicht gezeigt. Bisschen wieder Schwarzpulver geholt. Ich habe wieder 27 Schwarzpulver hier. Peter Schwarzpulver. Ist das der echte Name von Paschulke? Heißt der auch Peter? Ohne Grund. Ja. Hallo Peter, ich bin Peter. Schön dich zu treffen, Peter. Aber für den Zufall, mein Name ist auch... Fackeln kann man dann auch hier unter Toolbox reintun. Ja. Warum haben wir hier jetzt ein Feuer? Warum nicht? Hast du das Feuer von dort hinten geholt? Nee. Was für ein Feuer ist das dann? Das habe ich selbst gecraftet. Wofür? Dekoration.
So. Sonst noch was? Have you heard of the High Elves? So, wollen wir dann mal die Folge beenden? Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, das wär's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Adios.